Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Douglas Beauty School. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, wie ich diesen coolen Frozen Berry Look gezaubert habe, dann bleibt dran. Wir befinden uns so langsam in der wirklich kalten Jahreszeit und was gibt es da cooleres als einen Frozen Berry Look in den absoluten Trendfarben der Saison, nämlich Beerentöne. Ich würde sagen, die Frage beantwortet sich von selbst und ich zeige euch jetzt Step by Step, wie ihr das Ganze einfach zu Hause nachmachen könnt. Ich würde sagen, wir legen auch direkt los mit meiner absoluten Lieblings-Foundation und zwar der CC Plus Nude Glow von IT Cosmetics. Ich habe sie euch schon im letzten Video vorgestellt und bleibe auch dabei, dass es wirklich ein super, super cooles Produkt für die kältere Jahreszeit ist. Jetzt gehen wir ja langsam wirklich in sicheren Schritten auf den Winter zu und auch hier schreit die Haut weiterhin nach Feuchtigkeit. Hier ist ja unter anderem einiges an Hyaluronsäure enthalten und aber auch, was ich besonders cool finde, ein Glow Serum. Das heißt, ihr habt nicht diese super stark matte Foundation, sondern es sorgt einfach mit der Buildable Coverage und dem Glow Serum für einen richtig schönen, strahlenden und leichten Teint. Und ich würde sagen, wir tragen das Ganze auch einmal direkt gemeinsam auf und dann seht ihr, von welchem Ergebnis ich hier genau spreche. CC Plus Cream sorgt wirklich für eine richtig schöne Deckkraft, ohne zu beschweren und eben für den bereits erwähnten Glow. Ich hoffe, ihr könnt das in der Kamera auch gut erkennen. Und damit wir auch hier weiterhin auf der leichten Seite bleiben, arbeite ich jetzt mit dem See You Never Concealer von Florence by Mills. Der hat nämlich auch eine super leichte Formulierung und eine aufbaubare Deckkraft. Und das Coole an dem Produkt ist, dass es hier mit so einem Metallapplikator kommt und der kühlt nämlich die zarte Augenpartie beim Auftrag und sorgt für einen abschwellenden Effekt. Endergebnis hinarbeiten, gehen wir jetzt mit dem Cream Blush von Clé de Peau und dem Cream Cheek Pinsel von Sueva hin und zaubern uns eine wirklich sehr, sehr schön zart strahlende Wangenpartie. Das Coole an dem Cream Blush ist nämlich, dass dieses komplett mit der Haut verschmilzt. Und in diesem Fall ist das Produkt natürlich auch sehr, sehr pflegend. Das unterstützt hier wieder die Feuchtigkeitsbarriere und sorgt auch dafür, dass es den ganzen Tag nicht zu so einem ausgetrockneten Look kommt. Auch nicht bei trockener Heizungsluft und auch nicht bei Kälte. Deswegen kann ich das in dem Fall nur empfehlen. Weiß, dass ich ein sehr, sehr großer Fan von Ombre Blush bin, also vorne etwas heller und hinten etwas stärker die Farbe auslaufen zu lassen für einen etwas intensiveren und vor allem uplifting Look. Und deswegen gehen wir jetzt noch mit einer richtig schönen Fuchsia Shade von Morphe rein und werden die im hinteren Teil der Wangenknochen nach oben hinweg verblenden mit dem gleichen Pinsel, den wir gerade auch schon für Cream Blush verwendet haben. Bei dem Look ja um einen Frosted Berry Look handelt, schnappe ich mir jetzt den Extreme Frost Highlighter von Jeffree Star in der Shade Choking on Ice. Was könnte hier besser passen als dieser Highlighter? Der ist nämlich auch so ein bisschen fluoreszierend. Ich hoffe, ihr seht das gleich. Und hat so ein paar coole, ja, eisige, lilane Schimmerpigmente. Das heißt, es passt perfekt zu den Beerentönen, die wir bereits aufgetragen haben. Und das Ganze werde ich jetzt mit einem Luxe Fan Brush von Sueva leicht auf die hier oben gelegenen Wangenknochen geben. Das heißt, wirklich auf diese höchsten Stellen an der Wange und dann nach oben zur Schläfe hinweg verblenden. Euch das It-Piece der Saison vorstellen und das ist die Couture Color Clutch von Yves Saint Laurent.
ein absolutes Collector's Piece, wie ihr an dem coolen Packaging schon erkennen könnt. Und hierbei handelt es sich um eine Multipurpose Palette, die sowohl über Highlighter, Blush als auch Eyeshadows verfügt. Ich zeige euch das Ganze mal. Ihr habt hier wirklich eine große Bandbreite an richtig, richtig coolen Farben, schimmernde Töne und auch matte Shades. Und hiermit werden wir jetzt unser heutiges Frosted Berry Eye Make-up zaubern. Und dazu schnappen wir uns als allererstes einen Blending Brush und gehen dann damit in diese, ja, ich würde sagen, etwas dunklere Beeren-Shade hier und werden die in der Crease verteilen. Hier ist immer Vorsicht geboten, nicht direkt zu viel Produkt aufzunehmen, denn das Ganze lässt sich später nur schwer verblenden. Die Farben sind nämlich super pigmentiert. Also immer lieber etwas weniger und sich langsam herantasten. Corner Highlight und den vorderen Bereich des beweglichen Lids arbeiten wir jetzt mit einem Trick. Wir feuchten nämlich einen Shading Brush an und dippen damit nochmal in den Frosty Highlighter, den wir bereits auf den Wangenknochen aufgetragen haben und tragen den dann nämlich im Inner Corner Highlight auf und verblenden den in das bewegliche Lid in die bereits bestehenden Farben hinein. Finalisieren, schnappen wir uns das Party Ready Holiday Artistry Set von M2, also Morphe 2. Und das Coole hier dran ist, ihr habt drei Produkte in so einem kleinen Value Kit, mit denen ihr den Look halt wirklich ultimativ veredeln könnt. Unter anderem habt ihr den Always On Gel Liner, den wir jetzt verwenden werden, um dem Ganzen nochmal so einen kleinen Akzent zu setzen und den Blick zu intensivieren, indem wir so einen richtig schönen Cat Eye Liner zaubern. Und wir haben natürlich ganz, ganz wichtig hier auch den perfekten Lipstick enthalten, den wir gleich noch auftragen werden, auch in einer richtig schönen dunklen Beeren-Shade. Und für die Leute unter euch, die sich auch gerne die Wimpern tuschen, weil ihr vielleicht nicht gerade Fake Lashes drauf habt wie ich, gibt es hier auch noch einen richtig coolen Mascara. Wir legen wie gesagt los mit dem Always On Gel Liner von Morphe 2 in Schwarz und werden den einfach entlang des Wimpernkranzes in Richtung Augenbraue auftragen. Und das Ganze blenden wir dann gleich mit so einem Angled Liner Brush ebenfalls von Morphe aus, damit das Ganze so schön soft ist. Ich möchte nämlich keine harte Linie. Schon den perfekten Wing gezogen. Das geht mit dem Always On Gel Liner wirklich, wirklich easy. Und jetzt ist es Zeit für die passende Lippe, die wir auch mit einem Produkt aus diesem Value Set schminken werden. Und das ist nämlich der Morphe 2 Lipstick in der Shade Rebel Red. Das ist ein matter Lippenstift und der hat so eine richtig schöne dunkle Beerenfarbe, passt also perfekt zu unserem Frosted Berry Look. So, und bei einem perfekten Make-up dürfen natürlich auch perfekt manikürte Fingernägel nicht fehlen. Und wer es schon erahnt, der hat auch wirklich recht, die habe ich mit Strip-Lack gezaubert und zwar nicht mit irgendeinem Strip-Lack-Set, sondern mit dem Bella Kraus ex Alessandro Strip-Lack-Set. Das kommt nämlich mit drei absolut angesagten Shades, die sich auch im Winter wirklich gut sehen lassen können. Ich habe hier nämlich so einen richtig schönen, nudigen Roseton drauf, der wirklich das ganze Jahr über geht. In dem Set kommt aber auch noch eine schöne Beeren-Shade und ein richtig knallorangener
wirklich vibranter Nagellack für etwas auffälligere Looks. Und wer Striplack noch nicht kennt, das Coole an diesem Produkt ist, dass ihr euch einmal die Nägel macht und das Ganze dann unter einer UV-Lampe ausgehärtet wird und dann Minimum 14 Tage ohne Absplittern, ohne Abplatzen, ohne zu zerkratzen hält. Das heißt, perfekt manikürte Nägel at home mit Haltbarkeitsgarantie. Und das Ganze eignet sich für mich vor allem immer dann, wenn ich in den Urlaub fliege. Und das ist jetzt auch der Fall. Ich habe mir die Nägel jetzt gemacht und morgen geht's los. Und dann werdet ihr sehen, wenn ich bald wieder zurück bin, das Ganze überlebt wirklich alles. Ob irgendwie Schnorcheln, Wanderaktivitäten, Spülen, im Sand wühlen. Die Nägel bleiben makellos und perfekt. Deswegen echt eine absolute Herzensempfehlung von mir. Und das Ganze ist auch super schnell gemacht. Ich brauche für meine beiden Hände im Alleingang zu Hause maximal eine halbe Stunde. Also wirklich ein Aufwand, der sich lohnt. Apropos Urlaub. Wer nochmal in Erinnerung an den Sommer schwelgen möchte, der ist mit Purple Molecule von Sarco Perfumes bestens bedient. Hierbei handelt es sich um einen Molekülduft und der transportiert die Sommererinnerung wirklich, wirklich traumhaft schön auf eure Haut, unter anderem mit Noten aus Sandelholz, Madagaskar, Vanille und Drachenfrucht, also was ganz Exotisches. Und ich finde, der riecht einfach unfassbar gut. Und ich bin ja auch so ein kleiner Packaging-Junkie, finde den Flakon mega schön. Und die Farbe passt natürlich perfekt zu unserem Look. Deswegen sprühen wir den jetzt noch gemeinsam auf. Jetzt noch transformieren möchte, vielleicht für eine Night Out, der kann sich nochmal den Jeffree Star Highlighter vom Beginn schnappen und tupft einfach mit dem Finger ein bisschen Pigment auf eure Lippen, dann habt ihr wirklich einen Frozen Frosty Berry Look. Ihr konntet einige wertvolle Tipps und Tricks mitnehmen. Und wenn euch der Look gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben und auch wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und sage bis dahin!